Und damit hallo Internet und willkommen zu Let's Play Pokémon Strahlender Diamant. Grüß dich, es freut mich, dich kennenzulernen. Willkommen in der Welt der Pokémon. Ich bin Professor Eibe, doch die meisten nennen mich einfach nur den Pokémon-Professor. Jeder Winkel dieser Welt wird von wundersamen Lebewesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Wir Menschen leben im Einklang mit den Pokémon. An manchen Tagen spielen wir ausgelassen miteinander, an anderen verrichten wir mit vereinten Kräften unsere Arbeit. Manche Leute setzen Pokémon auch im Kampf ein und stärken so das Band, das sie verbindet. Was meine Berufung ist, fragst du? Nun, ich widme mich der Forschung, damit wir unser Wissen über Pokémon vertiefen können. Aber erzähl mir doch mal ein bisschen über dich. Bitte wähle dein Foto aus. Hey, was nehmen wir denn? Die hier sieht mir sehr, sehr ähnlich. Nein, Quatsch, also wir nehmen, glaube ich, das erste, ne? Wie heißt du denn? Ja, gute Frage. Huxel natürlich. Was auch sonst? Dein Name lautet also Huxel, richtig? Ja. Verstehe, Huxel heißt du also. Das ist aber mal ein schöner Name. Hey, danke. Und dieser junge Mann hier ist ein Freund von dir, nicht wahr? Verrätst du mir auch seinen Namen? Lutz, Barry, Marco, Jochen ist ja gut. Nein, dich nenne ich Song. Mein bester Freund Song. Viele kennen ihn aus diversen Let's Play Togethers. Song heißt er. Ja. Huxel, es ist soweit. Dein ganz persönliches Abenteuer kann beginnen. Auf deiner Reise wirst du unzähligen Menschen und Pokémon begegnen. Du wirst gewiss viele interessante Dinge erleben und vielleicht auch mehr über dich selbst lernen. So, genug geredet. Die Welt der Pokémon wartet auf dich, mein Junge. Trotz aller Bemühungen ist es dem Team nicht gelungen, das seltene, schillernde Pokémon aufzuspüren. Das rote Gyarados scheint sich dem entmutigten Team partout nicht zeigen zu wollen. Damit wären wir auch schon am Ende unserer Berichterstattung angelangt. Die Sondersendung Suche nach dem roten Gyarados wurde Ihnen präsentiert von Huxel Soda. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Hey, und so beginnt unser Abenteuer. Leute, es wird ein wundervolles LP. Pokémon Diamant, also der Titel, auf dem das Remake hier basiert, habe ich damals tatsächlich nicht gespielt. Dementsprechend bin ich schon sehr gespannt, was die Sinnoh-Region so zu bieten hat. Ja, wie viele von euch wissen, bin ich ein totaler Casual-Pokémon-Spieler. Ich kenne mich also nicht unbedingt gut aus, aber ich liebe die Spiele und ich habe vor allen Dingen Lust, endlich mal wieder auf Pokémon-Sammeljagd zu gehen. Von daher freue ich mich wirklich riesig auf das Spiel. Ach so, kleine Info noch. Jedes gefangene Pokémon bekommt natürlich einen Spitznamen von mir. Wenn es aber auch noch eins ist, das ich besonders schön, cool oder niedlich finde, dann kriegt es sogar den Namen von jemandem aus meiner Community. Also die Chance besteht, dass ihr im LP einen kleinen Auftritt bekommt. So, jetzt aber genug geredet, ich will endlich spielen. Los geht's! Huxel, Zong war eben kurz hier und hat nach dir gesucht. Ich weiß zwar nicht, was er genau wollte, aber er meinte, es sei dringend. Oh, dann sollten wir mal Zong suchen. Hey, was läuft denn hier im Fernsehen? Irgendwas mit Chanera? Das sieht ja super niedlich aus. Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zur Zusammenfassung des Wettbewerbs. Der Showstar dieses Klugheitswettbewerbs im Anfängerrang ist...
Kai, ein fantastischer Auftritt mit einem vor Klugheit nur so sprühenden Pokémon. Das war's für heute auch schon von uns. Bis zum nächsten Mal. Also die haben auf jeden Fall ein ganz vernünftiges TV-Programm hier, ne? Im Kühlschrank steht Mamas Lieblingsnachtisch. Was haben wir hier? Hier bereitet Mama all ihre leckeren Gerichte zu. Oh, süß. Na gut, dann ab nach draußen, ne? Noch etwas. Halte dich von hohem Gras fern, Huxel. Du könntest dort sonst von wilden Pokémon angegriffen werden. Hättest du ein eigenes Pokémon dabei, wäre das was anderes, aber so... Ja, keine Sorge, ich pass auf. Zweiblattdorf. Och, was für ein süßer Name. Das sieht auch schick aus hier, ne? Schönen guten Tag. Mein lieber Scholli, die Wissenschaft kennt keine Grenzen. Ich meine, du kannst jetzt mit Leuten auf der ganzen Welt spielen und das völlig drahtlos. Oh, Future Technology. Hallöchen, Sie sind doch nicht Zonk, oder? Hallo, nein, ich bin nicht Zonk. Hast du schon das Neueste gehört? Der Pokémon-Professor soll in den Nachbarort zurückgekehrt sein. Zuvor war er 4 lange Jahre nicht mehr in der Heimat. Ob er in all der Zeit wohl das ein oder andere faszinierende Pokémon entdeckt hat? Hallöchen. Hey, hey, Huxel, ich will ein niedliches Pokémon haben. Ja, ich auch. Wir kriegen schon eins. So, wo wohnt denn Zonk? Zweiblattdorf, wo die jungen Triebe sprießen. Das hier sieht doch wichtig aus. Haus von Zonk, aha. Ja, was? Wie? No, hey, Huxel. Hör mal, ich gehe zum See. Und du auch. Worauf wartest du noch? Beeil dich. Zack, zack. Ich stell dir 1 Million Poké-Dollar in Rechnung, wenn du zu spät bist. Ich hab dich gewarnt. Na, ich hab was vergessen. Oh, was für ein quirliger Typ. Hallo. Oh, das ist die Mama wahrscheinlich, ne? Oh, schön dich zu sehen, Huxel. Du suchst bestimmt Zonk, oder? Er ist eben rasch zur Tür raus, doch kam kurz darauf auch schon wieder zurück. Der Junge kann einfach nicht stillsitzen. Von wem er das bloß hat? Von Ihnen. Na, ich nehme besser auch meinen Beutel und meine Abenteuernotizen mit. Oh, hey, Huxel. Los, nichts wie auf zum See. Ich gehe schon mal vor, wir treffen uns dann unterwegs. Und trödel ja nicht rum, sonst werden ne 10 Millionen Poké-Dollar Strafe fällig. Okidoki. Hey, er hat auch eine Switch. Da steht die neueste Videospielkonsole, eine Nintendo Switch. Holy moly. Ja gut, ich denke mal, wir müssen hier nach oben laufen, ne? Kann das sein? Kann ich rennen oder so? Nö. Hallo. Hallo Huxel, suchst du Zonk? Der kam hier eben vorbeigedüst. Aber weit ist er bestimmt noch nicht gekommen. Du holst ihn sicher ein, wenn du dich beeilst. Route 201. Hey! Sag mal, du hast doch auch den Bericht im Fernsehen gesehen, oder? Du weißt schon, Suche nach dem roten Garados, die geheimnisvolle Sichtung des wütenden Pokémon in einem See. Das hat mich auf eine Idee gebracht. Ich wette mit dir, bei uns im See lebt auch so ein Pokémon. Und weißt du, was wir zwei jetzt machen? Wir ziehen los und suchen es. Ja, okay. Ja, ich habe doch gar kein Pokémon. Und wenn ich jetzt angegriffen werde? Was hat deine Mutter noch gleich gesagt? Halte dich von hohem Gras fern, Huxel. Du könntest dort sonst von wilden Pokémon angegriffen werden. Okay. Dann gehen wir halt nicht ins hohe Gras. Wahrheitsufer. Ach so, wir sind direkt schon in der Nähe des Sees, oder was? Zum See der Wahrheit, der See der Gefühle. Joa, klingt nicht schlecht. Alles klar, auf zum See. Wir werden das rote Garados finden. Nanu?
Professor, am anderen Ufer konnte ich auch nichts Außergewöhnliches entdecken. Dann muss ich mich wohl geirrt haben. Irgendetwas scheint anders zu sein als früher, aber egal, immerhin haben wir den See gesehen. Belassen wir es fürs Erste dabei. Lucia, gehen wir. Professor, wie gefällt es Ihnen eigentlich, wieder hier in der Sinnoh-Region zu sein? Nach 4 Jahren muss es sicher sehr aufregend für Sie sein, nicht wahr? Nun ja, eins kann ich mit Sicherheit sagen. In Sinnoh gibt es zahlreiche seltene Pokémon zu untersuchen. Diese Region ist wie geschaffen für unsere Studien. Entschuldigung, dürfen wir bitte einmal durch? Verzeihung, wir haben es eilig. Na, was sollte das denn, diese zwei? Hä, Huxel, los, sehen wir uns das mal an. Ha, was sagst du da, bloß nicht ins hohe Gras? Ach was, kein Problem. Wir werden uns nicht lang genug im hohen Gras aufhalten, um wilde Pokémon anzulocken. Na, der ist aber mutig. Ein Koffer? Diese Leute von eben müssen ihn hier vergessen haben. Was machen wir jetzt damit? Wir könnten ihnen das Ding ja zurückbringen, aber wer waren die überhaupt? Ich habe gehört, wie einer mit Professor angeredet wurde. Noir, Pokémon! Was jetzt? Oh, ach so. Ah, so bekommt man seinen Starter. Okay. Sieh mal, da liegen Pokebälle. Los, schnappen wir uns jeder ein Pokémon, dann wird gekämpft. Welches soll es denn nun werden? Entscheidest du dich für das Winziglaub-Pokémon Chelast? Winziglaub? Nö, finde ich nicht so schön. Entscheidest du dich für das Schimpansen-Pokémon Panflam? Finde ich auch nicht so hübsch. Oh, entscheidest du dich für das Pinguin-Pokémon Plinfa? Ja, natürlich. Och, du bist ja Zucker. Ein Staralili. Los, Plinfa. Oh, Plinfa ist wirklich super süß. Gut, das machen wir platt, ne? Was können wir denn? Klaps und Heuler. Okay, Klaps. Heuler ist irgend so eine Statusfähigkeit, glaube ich, ne? Ja, okay. Na los! Das wirst du ja wohl schaffen. Okay, der Vogel macht einfach nichts. Also nichts Schlimmes jedenfalls. Sehr schön! Erfahrungspunkte erhalten. Boah, dein Plinfa war einfach spitze. Aber mein Chelast war natürlich um Längen besser als dein Pokémon. Dabei gehören diese Pokémon nicht mal uns. Aber wir hatten ja keine Wahl. Wir mussten sie kämpfen lassen. Bestimmt haben die Leute nichts dagegen, oder? Oh, da ist der Koffer ja. Der Professor wäre sicher im Dreieck gesprungen, wenn ich ihn verloren hätte. Nanu, oh nein! Habt ihr zwei etwa die Pokémon hier rausgenommen? Echt jetzt? Ach du meine Güte! Oh nein, was wird der Professor nur dazu sagen? Oh, das ist ganz und gar nicht gut. Ich nehme den Koffer jetzt lieber erstmal mit. Was sollte das denn jetzt? Huxel, lass uns erstmal von hier verschwinden. Mein Pokémon wurde außerdem bei dem Kampf verletzt. Sollten wir nochmal angegriffen werden, könnte es brenzlig werden. Jetzt läuft er vor, oder was? Naja. Geh ruhig vor, ich folge dir. Ich weiß zwar, dass wir die Pokémon nicht behalten können, aber ich hätte trotzdem gerne noch etwas mehr Zeit mit meinem verbracht. Ja, jetzt zurück zum Startdorf, oder was? Wahrscheinlich, ne? Ah, Hallöchen. Oh, das ist doch der Typ von vorhin. Warum starrt er uns so eindringlich an?
Lucia hat mir erzählt, dass ihr unsere Pokémon eingesetzt habt, stimmt das? Zeigt sie mir bitte mal. Plinfa und Shellast. So ist das also. Lucia, geh zurück ins Labor. Jawohl, Professor, warten Sie auf mich. Schaut am besten später mal bei uns im Labor vorbei, bis dann. Oh, was sollte das denn jetzt? Ich meine, wenn er sauer auf uns ist, hätte er uns auch einfach anschreien können. Und wieso wollte er noch nicht mal seine Pokémon zurückhaben? Was soll's? Komm, Huxel, lass uns nach Hause gehen. Was gibt es, mein Schatz? Mensch, das ist ja kaum zu glauben, was euch da passiert ist. Aber Hauptsache, du und Song seid wohl auf. Bei dem Professor, den du gerade erwähnt hast, handelt es sich doch bestimmt um Professor Eibe aus Sandgame, nicht wahr? Ich habe ja gehört, er sei berühmt für seine bahnbrechenden Studien zu den Pokémon. Andererseits gibt es auch Gerüchte, wonach er ziemlich einschüchternd sein soll. Ich finde, du solltest ihm in Sandgame einen Besuch abstatten. Dann kannst du ihm erklären, warum dir nichts anderes übrig blieb, als sein Pokémon zu borgen. Mach dir keine Sorgen, er wird sicher Verständnis für dich haben. Ach übrigens, ich hab noch etwas für dich. Hier, Huxel, zieh die mal an. Du erhältst die Turbo-Treter. Der Weg nach Sandgame ist schon ein Abenteuer für sich, nicht wahr? Doch mit diesen Turbo-Tretern bringst du auch weite Strecken in Windeseile hinter dich. Ich lese dir dann mal die Gebrauchsanleitung vor, also spitz schön die Ohren. Neige den L-Stick besonders stark, um schneller zu rennen als je zuvor. Zieh deine Turbo-Treter an und mach dich auf den Weg zu neuen Abenteuern. So, das wäre alles ziemlich cool, nicht wahr? Ah, sehr schön. Oh mein Gott, wir können rennen. Sehr schön. Ich weiß übrigens nicht, ob dieses Mädel Lucia heißt oder Lucia, könnte ich mir auch vorstellen. Lucia hört sich sogar besser an, ne? Also die Assistenz vom Professor. Ah, keine Ahnung, muss ich mich noch entscheiden. Wo ist denn Zonky Bonky? Ist der wieder zu Hause? Ja, ne? Nee, okay, der ist unterwegs. Oh, wie ich sehe, verstehst du dich mit deinem Pokémon auch blendend, wie? Auch? Ja, ich wette, Zonk geht auch zum Professor. Na dann. Ja, dann gehen wir nach rechts, ne? Hallöchen. Oh, was ist jetzt los? Ein Kampf. Oh mein Gott, ein Bidiza. Die kenne ich sogar. Oh, Plinfa ist so niedlich. Eigentlich wollte ich dem einen Spitznamen geben. Da hatte ich gar nicht die Gelegenheit zu. Dabei hatte ich mir so einen schönen Spitznamen überlegt. Ja, wobei, vielleicht kriegen wir ja noch die Chance. Aber erstmal das Bidiza verprügeln. Sehr schön. Okay, wir sind auch gleich schon mit Plinfa auf Level 6. Achso, ich wollte eigentlich mit dem Typen hier reden. Oder mit der Tuse, ich weiß nicht. Ob es eine R oder eine Sie ist, egal. Im hohen Gras lauern wilde Pokémon, die jederzeit hervorspringen können. Wenn du also gegen wilde Pokémon antreten willst, dann nichts wie ab ins hohe Gras. Möchtest du ihnen aber aus dem Weg gehen, dann mach lieber einen Bogen drum. Okay. Tipps für Trainer. Nur keine Schüchternheit, sprich alle Leute an, die du siehst. Dadurch erhältst du viele wichtige Informationen und Ratschläge. Hallo. Wenn sich die Gesundheit deines Pokémon verschlechtert und seine KP sinken, solltest du nach Hause gehen und dich ausruhen. Okay, hier ist wieder Gras ohne Ende. Achso, da müssen wir aber anscheinend durch. Hallo. Hallo, ich arbeite im Pokémon-Supermarkt. Wusstest du, dass die Gesundheit von Pokémon in Kraftpunkten, kurz gesagt KP, gemessen wird? Ja. Fallen die KP eines Pokémon auf 0, wird es kampfunfähig. Sinken die KP eines Pokémon, solltest du es daher mit einem Trank heilen. Hier, diese Tränke schenke ich dir. Eine Gratisprobe sozusagen. Sie gelangen automatisch in die Medizintasche deines Beutels. Praktisch, oder?
Du erhältst Tränke. Und noch ein Bidiza, wahrscheinlich, ne? Ich denke mal, hier laufen nur Bidizas rum. Ich finde, Bidiza ist ja schon sehr, sehr langweilig, aber ich würde es trotzdem fangen, wenn ich die Möglichkeit hätte. Oh. Mein kleiner Watschler. Sehr schön. Das war's mit dem Bibiza. Und Level 6? Nee, immer noch nicht. Okay. Schönen guten Tag. Diese Stufe hier dient als Abkürzung nach Zweiblattdorf. Bist du einmal unten, kannst du allerdings nicht wieder hochspringen. Hey, wir sind in Sandgemme. Und da ist ja auch Lucia oder Lucia. Boah, ich sollte mich mal entscheiden. Lucia. Ich finde Lucia irgendwie schöner. Also, da ist Lucia. Ah, da bist du ja. Komm mal bitte mit. Der Professor wartet bereits. Da wären wir auch schon. Das ist unser Pokémon-Labor. Wow. Das war ja ein langer Weg. Dann wollen wir mal reingehen. Na was zum... Oh, du bist es, Huxel. Hör mal, dieser alte Typ. Angst macht er mir keine, aber der steht echt voll neben sich. Ach, was soll's. Ich mach mich vom Acker. Bis bald. Ach, Zonk. Wow, was war das denn? Dein Freund scheint's ja mächtig eilig zu haben. Na, wie dem auch sei, gehen wir rein. Da bist du ja endlich. Huxel war dein Name, nicht wahr? Lass mich bitte einen Blick auf das Pokémon werfen, das du an dich genommen hast. Hm, verstehe, ja. Dieses Pokémon scheint ziemlich glücklich zu sein. Ganz außerordentlich. Weißt du was? Ich schenke dir dieses Plinfa einfach. Da es nun dir gehört, kannst du ihm auch einen Spitznamen geben. Möchtest du das tun? Ja, natürlich. Oh, und zwar benenne ich das Plinfa nach meinem Lieblings-Animal Crossing-Charakter. Roland Junior. Oh, das gefällt mir. Hm, verstehe. Bist du mit diesem Spitznamen zufrieden? Ja. Dein Freund Zonk hat mir erzählt, was sich vorhin am See zugetragen hat. Dafür, dass es dein allererster Kampf war, sollst du dich sehr, sehr gut geschlagen haben. Zudem spüre ich deutlich das Band, das zwischen dir und diesem Pokémon besteht, auch wenn es noch nicht gefestigt ist. Deshalb möchte ich dir das Plinfa anvertrauen. Oh, du weißt gar nicht, wie froh ich bin, dass du so nett zu Pokémon bist. Wenn du das nicht wärst, oh, ich will gar nicht darüber nachdenken. Na ja, kommen wir jetzt aber zu unserem eigentlichen Thema. Ich würde dich gerne um einen Gefallen bitten. Mein Name lautet Eibe. Ich habe mein Leben der Pokémon-Forschung gewidmet. Zunächst bräuchte ich Gewissheit darüber, welche Pokémon-Arten hier in Sinnoh leben. Zu diesem Zweck müssen mit Hilfe des Pokédex Daten gesammelt werden. Hier kommst du ins Spiel. Ich möchte dir diesen Pokédex geben, damit du für mich die Daten sämtlicher Pokémon in Sinnoh aufzeichnen kannst. Bist du damit einverstanden? Ja. Hm, die Antwort gefällt mir, mein Junge. Du erhältst den Pokédex. Dieser Pokédex ist ein hochmodernes Gerät, das automatisch die Daten aller Pokémon-Arten aufzeichnet, denen du begegnest. Deshalb würde ich dich bitten, jeden Winkel zu durchforsten, um alle Pokémon-Arten dieser Region aufzuspüren. Ich habe auch so einen Pokédex wie du. Sag mal, als du zusammen mit deinem Pokémon auf Route 201 unterwegs warst, wie hast du dich da gefühlt? Ich für meinen Teil habe zwar bereits 60 Jahre auf dem Buckel, doch in der Nähe von Pokémon bekomme ich immer noch Herzklopfen. Es gibt unzählige Pokémon auf dieser Welt, musst du wissen. Das bedeutet auch, dass unzählige, aufregende Momente auf dich warten. Doch nun ist es Zeit zum Aufbruch. Los, Huxel, dies ist der Beginn deines großen Abenteuers. Mein erstes Pokémon war Panflam. Wäre am See deine Wahl auf Panflam gefallen, hätten wir nun beide das gleiche Pokémon. Aber das ist ja auch nicht weiter wichtig.
Mein Name ist übrigens Lucia. Ich helfe dem Pokémon-Professor ebenfalls dabei, die Seiten des Pokédex zu füllen. Wie du siehst, sind wir zwei uns auf gewisse Weise schon recht ähnlich. Mit dem kleinen Unterschied, dass ich dir ein paar Schritte voraus bin, das ist alles. Ich freue mich schon darauf, dir das ein oder andere erklären zu können. Wirklich schön, dich kennenzulernen, Huxel. No, was für ein schöner Anfang. Oh, Leute. Gut, Huxel, da ich ja quasi deine Mentorin bin, erkläre ich dir nun ein paar Dinge. Als deutlich erfahrenerer Pokémon-Trainer und Assistentin des Professors ist das geradezu meine Pflicht. Dann komm mal mit. Dieses Gebäude mit dem roten Dach ist ein Pokémon-Center. Hier kannst du Pokémon heilen lassen, die im Kampf verletzt wurden. Die meisten Ortschaften verfügen über so ein Pokémon-Center. Bei diesem Gebäude mit dem blauen Dach handelt es sich um einen Pokémon-Supermarkt. Dort kannst du allerlei Items kaufen und verkaufen. Als frisch gebackener Trainer wirst du hier noch nicht allzu viel kaufen können, aber lass dich davon nicht entmutigen. Ach, da fällt mir was ein. Vergiss nicht, zu Hause Bescheid zu geben, dass du Professor Eibel bei der Erstellung des Pokédex helfen willst. Du wirst immerhin ziemlich weit reisen, da solltest du nicht einfach wortlos verschwinden. Lass aber vorher noch deine Pokémon im Pokémon Center heilen. So reißt es sich nämlich um einiges sicherer. Aber jetzt muss ich los. Mach's gut. Oh, so ein schöner Start für unser Abenteuer. Ja, liebe Leute, und das war's auch schon mit diesem Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Huxel. Ciao.